Einen Blick werfen auf die Meinungsfreiheit im Land. Es gibt eine Allensbach-Kurve, wir sehen die hier, wo das Institut Allensbach seit den 50er Jahren. Ich schiebe vielleicht mal mein Bild zur Seite, dass ihr auch die Frage sehen könnt. Die Frage lautet: Haben Sie das Gefühl, dass man heute in Deutschland seine Politik frei sagen kann? Oder ist es besser, vorsichtig zu sein? Und 44% sagen, es ist besser, vorsichtig zu sein. 40% sagen, man kann frei reden. Das ist krasse Entwicklung. Also in 70er Jahren sah das Verhältnis noch 83-12 aus. Also das passt auch zu so ziemlich allen Berichten, die man aus dieser Zeit hat. Also man könnte sagen, das BSW will, was Meinungsfreiheit angeht, wieder zurück in die alte Bundesrepublik der 60er, 70er, 80er und 90er Jahre. Also damals waren die Zeiten hier noch viel entspannterer als heute. Also man sieht hier mit dem War on Terror in den 2000er Jahren schon einen leichten Anstieg, was Einschränkung der Meinungsfreiheit angeht. Und eine richtige Explosion dann mit dieser ganzen Wokeisierung und der Flüchtlingswelle und dem Ukraine-Konflikt also es gab ja schon seit 2014 diesen Ukraine-Konflikt, dann in den 2010er Jahren. Und 2023, was hatten wir da neu? Da hatten wir zwei Jahre Ukraine-Konflikt, den hatten wir schon 2022, und Nahost-Konflikt. Das war da neu. Also der richtige Einbruch, was Meinungsfreiheit angeht, ist tatsächlich hier so direkt bei der Corona-Zeit zu sehen. Corona, Ukraine, Nahost, also da sieht's ganz schlecht um die Meinungsfreiheit aus. Und ja, mit diesem Eindruck haben viele Leute recht. Wir hatten vorhin Habeck, der auf Missliebeamte den Verfassungsschutz ansetzt. Wir hatten Nancy Faeser, die das Beamtenrecht reformiert hat. Wir sehen, dass pro-palästinensische Demonstrationen überall in Deutschland verboten werden. Das ist seit Corona völlig normal, dass Demonstrationen missliebige verboten werden. Wir sehen, dass Mitarbeitern in öffentlichen Verwaltungen oder auch in Privatunternehmen, die sich nicht konform äußern, dass denen der Job gekündigt wird. Der Diakonie-Präsident hat schon gesagt, dass man AfDler nicht beschäftigen will. Also wir sehen eine immer totalitärere Geisteshaltung, eine immer weitergehende Einschränkung der Meinungsfreiheit, dass jeder, der irgendwie vom Mainstream abweicht, rausgeschmissen wird. Wir sehen Kontenkündigungen von Oppositionellen. Also die Verhältnisse, die entwickeln sich in einem wirklich rasanten Tempo in Deutschland, gerade zum Schlechteren. Und dieser Eindruck, den viele Menschen hier haben, der ist leider durchaus richtig. Erhebt, ob die Menschen der Ansicht sind, man kann seine Meinung frei sagen oder aber man müsse eher vorsichtig sein. Und die Kurve derjenigen, die sagen, man müsste eher vorsichtig sein, ist 2023 das erste Mal relativ deutlich über die Kurve gestiegen von den Leuten, die sagen, ja, kann man alles machen. Verstehen Sie das? Ist das ein Klima, was Sie auch so erleben? Ja, das ist ja völlig nachvollziehbar, weil es gibt ja immer mehr Druck. Ich meine, es ist ja auch kein Zufall, dass 2021 das erste Mal die fast identisch waren. Das war ja die Corona-Zeit, wo ja auch massiv jeder, der irgendwie von der Regierungsmeinung abwich, war dann ein Querdenker, ein Schwurbler, ein Rechtsextremer. Und wir haben das jetzt bei vielen Themen. Also wer sagt, Waffen beenden keinen Krieg, der ist irgendwie ein Putin-Troll oder wer eben zum Beispiel auch diesen Ideen der Grünen widerspricht, der ist eben dann auch rechtsextrem. Und es gibt bei so vielen Themen keine offenen. Das Video hat Neitern gesehen und das Interview hat Neitern bestimmt gesehen und gedacht, Sarah Wagenknecht kritisiert, dass so eine kleine grün geprägte Elite andere Leute hier als rechtsextrem diffamiert. Jetzt diffamieren wir einfach alle BSWler als rechtsextrem. Also falls ihr das noch nicht gesehen habt, Neitern hat so einen völlig irren Vortrag gehalten, wo er erklärt, wieso wir alle rechtsextrem sind. Kein Scherz, schaut euch die Reaktion gerne an, ist auch auf meinem Kanal. Danke, Karim, dass du ein Abonnement hier verschenkt hast. Debatte mehr. Und es gibt nicht nur, sag mal, dass sich so der öffentliche Meinungskorridor verengt, sondern es gibt ja auch immer mehr wirklich Repressionen. Also wir haben einen Verfassungsschutzpräsidenten, der stellt sich hin und sagt in der Presse, also nicht nur strafbare Meinungen seien sozusagen ein Problem, sondern auch Meinungen, die sich zwar im Korridor befinden, aber irgendwie, die er dann vielleicht als radikal labelt. Und er hat ja auch von Frau Faeser Befugnisse bekommen, sogenannte Radikale, was auch immer das ist, dann in ihrem persönlichen Umfeld anzuschwärzen. Wir haben jetzt eine Reform beim Beamtenrecht, dass auch Disziplinarverfahren gegen Beamte erleichtert werden, nicht mehr über Gerichte laufen müssen. Da müssen die sich dann wehren dagegen. Mhm. Aber das ist ja Druck. Oder wir haben bei vielen kleinen Vereinen, erlebe das, wenn die jemanden einladen, der jetzt nicht irgendwie sich so im Mainstream bewegt,
dass sie teilweise dann auch Druck bekommen, ob sie noch mit öffentlichen Geldern gefördert werden. Oder wir haben es auch in den Universitäten. Viele Assistenten haben befristete Verträge. Wenn die irgendwie auffällig werden und sei es auch nur, dass sie sich konsequent weigern zu gendern, kann das bedeuten, dass sie nicht weiter in dem Bereich arbeiten können. Und mir schreiben auch oft Lehrer zum Beispiel, dass da auch so Druck gemacht wird. Wer da nicht ins Narrativ passt, dass der sehr schnell, aber dass zumindest dann die beruflichen Aussichten auch wirklich beschränkt werden. Und das ist ja etwas, was man in einer freien Gesellschaft eigentlich überhaupt nicht dulden darf. Also das ist das Gegenteil von Liberalismus.